Hallo, herzlich willkommen bei unserer heutigen Führung. Wir sind heute bei den Gänsen. Ich bin Philipp. Und ich bin Steffen. Genau, wie ihr seht, ist im Hintergrund unser Gehege, wo die Gänse leben bei uns. Was für Bedürfnisse haben die Gänse? Ja, ein Bedürfnis sieht man jetzt gerade hier schon, glaube ich, im Hintergrund. Die Gänse schwimmen natürlich gerne, das sind Wasservögel. Mhm. Und von unseren Teichen machen die natürlich hier gerne und viel und oft Gebrauch. Ein weiteres Bedürfnis hört man jetzt hier gerade auch, nämlich die Verteidigung ihrer Familie. Gänse sind sich sehr treu, sind sehr soziale Tiere, können bis zu 40 Jahre alt werden und sind, wenn sie einen Partner gefunden haben, dann auch ein Leben lang zusammen. Und das bedingt, dass sie eben ihre Familie verteidigen, so komme, was wir wolle. Und sobald jetzt eben hier, wie jetzt gerade unsere Dreharbeiten stattfinden, also Fremdkörper hier in ihrem Gehege drin sind, dann geht es halt hier auch gerne lauter zu. Auch bei den Führungen, die wir sonst immer haben, ist das hier immer der Trick. Wenn wir hier ins Gehege kommen, ist sofort lautes Gezeter. Wenn man ein paar Schritte zurückgeht und ein paar Minuten da steht, so wie wir das jetzt hier machen, dann wird es auch schnell leiser. Die Gänse gewöhnen sich hier dran. Toni ist gerade zu uns gekommen. Ihr seht, der ist jetzt auch gerade sehr entspannt und guckt, was hier passiert, ist neugierig. Und ja, das sind so die Bedürfnisse hier. Alles kennenlernen und die Familie hüten. Natürlich brüten die weiblichen Gänse auch. Es stellt sich mir die Frage, in der Industrie, da werden Gänse ja letztendlich auch ausgebeutet. Und die meisten Menschen denken direkt an Fleisch. Ansonsten, also was gibt's noch für Punkte? Das ist ein Punkt. Für Fleisch werden viele Gänse gehalten. Man denke an die Weihnachtsgänse. Die Weihnachtsgänse, genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werden 600.000. Allein aus Deutschland, ne? Allein aus Deutschland, jedes Jahr zu Weihnachten geschlachtet. Nils und Marit sind solche Weihnachtsgänse, die sollten mal auf dem Teller landen und sind dann über das Tierheim in Hamburg zu uns gekommen. Ja, wenn Menschen so beispielsweise an einem Ententeich spazieren gehen und da auch oft Gänse sind, dann wollen viele die füttern und finden die hübsch anzuschauen und denken dabei halt eigentlich nicht dran, wo letztendlich diese Gänse auch ausgebeutet werden. Und da denkt man nur an die Daunen letztendlich, also so Kopfkissen, Schlafsäcke, alles Mögliche, sind überall Daunen drin. Und auch Gänse lassen Daunen ja nicht freiwillig, weil es denen so viel Spaß macht, sondern... Ja, ganz ernstes Thema. Die Tiere werden dafür gehalten. Das ist kein Nebenprodukt. Diese Daunen fallen da nicht einfach so ab, sondern die Tiere werden am lebenden Leib gerupft. Und da gibt es eine richtige, sehr, sehr große Industrie dahinter in Osteuropa und in Deutschland. Da passieren wirklich grausame Dinge. Das ist nicht... so, dass man sagt, ja, da werden da die Daunenfedern rausgezupft oder sowas, sondern das ist eine sehr blutige Angelegenheit. Und es gibt da sehr tolle Alternativen, die umweltfreundlich sind und die vor allem tierfreundlich sind und die genauso gute Eigenschaften haben wie Daunen. Deswegen wollen wir hier eben zeigen, was das für tolle Tiere sind, was das für soziale Tiere sind und dass es nicht notwendig ist, die Tiere auf welche Art auch immer eigentlich auszubeuten. Ja, und letztendlich wollen wir auch zeigen, wie diese Tiere halt hier leben können, dass sie hier einen größtmöglichen Platz haben, um für sich zu sein und da letztendlich auch mal baden zu gehen und ähnliches. Also so wie die Gänse jetzt bei uns zum Beispiel leben, leben die Gänse natürlich in der Industrie nicht. Das könnt ihr euch auch denken. Wir haben natürlich jetzt nicht so die Möglichkeiten wie hier, dass sie schwimmen gehen können. Wir haben hier mehrere Teiche, dass es hier viel Grün gibt und ein großes Gehege gibt, wo sie jeden Tag viel Spaß dran haben, die Gehege zu erkunden und hier Neues zu entdecken. Und ich würde sagen, wir schauen mal, was die Enten machen. Da haben wir nämlich auch noch welche, die wir euch zeigen wollen. Wollen wir mal rübergehen? Ja, genau. Kommt mit. Okay. Ja, hallo, wir sind jetzt hier bei den Enten. Edgar und Elliot leben bei uns. Wo kommen die her, Steffen? Ja, die beiden stammen aus einer wirklich nicht schönen Haltung. Sie hatten dort sehr, sehr wenig Platz. Es herrschten chaotische Zustände. Wir haben mehrere Tiere dort letztlich befreien können, die jetzt bei uns leben. Edgar und Elliot, seine Tochter Elliot, leben jetzt bei uns. Und haben hier, was Wasservögel brauchen, einen Teich, viel Platz, viel Grün.
Sie ja, grasen hier, auch in der industriellen Haltung haben die das natürlich bei weitem nicht. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass auch die Wasservögel, die sie ja sind, in strukturlosen Hallen leben. Da ist der Boden zugekotet, sie bekommen kaum Wasser zu trinken, geschweige denn, dass sie Möglichkeiten haben, hier zu schwimmen, wie hier in dem Teich. Da leben die Tiere in völliger Anonymität, ihr kurzes und trauriges Leben, bis sie dann eben mit wenigen Monaten geschlachtet werden. Wir wollen eben zeigen, was auch die Enten für tolle Tiere sind und wie die eigentlich leben würden, wenn man sie einfach nur so lassen würde. Wenn ihr die Enten hier im Land der Tiere unterstützen wollt oder auch die anderen Tiere, dann empfehle ich euch eine Patenschaft. Der Trend geht übrigens auch zur Zweit- und Drittpatenschaft. Kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen und ihr tut damit den Tieren was Gutes und vielleicht auch ein bisschen was für euch. Wir freuen uns, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und ja, sagen erstmal tschüss. Das war's für heute. Tschüss.